Ringfrei zur vierten Runde. Again. Jawohl, die Kämpfer bewegen die Ringmitte. Wie gesagt, es war ein gutes Gefecht, gutes Tempo und eine schöne Kombination. Und auch, ja, beide Boxer auch eine gute Hälfte. Da können wir mal auch applaudieren. Dankeschön. Und wir haben ein Punktergebnis. Es war einstimmig 40 zu 36. Einstimmige Sieger nach Punkten aus der roten Ecke. Serdar Kurun aus Göttingen. Damit der zweite Sieg im vierten Profikampf. Danke an Dario Borosa, harter Junge, gut zu Fuß auf der Beine. Immer weg, haut auch mal einen guten Konter, aber es ist dann doch zu wenig, um den Kampf zu gewinnen. Trotzdem Glückwunsch und danke für diesen guten Kampf an beide Boxer. Glückwunsch. So, einen Kampf haben wir noch. Wie gesagt, 9 Profikämpfe heute Abend. Das war der vierte, einen haben wir noch und der hat es auch in sich. Also der verspricht mir relativ viel. Ich kenne beide Boxer ganz gut. Und ja, das geht gleich weiter. Ein paar Sekunden Kampf
Nummer 5. Jetzt geht weiter Kampf Nummer 5 heute Abend und da gehen wir ins Cruisergewicht, die zweithöchste Gewichtsklasse im Boxen bis 90,8 Kilogramm. Ich rufe in die blaue Ecke aus der Tschechischen Republik Jiří Svačina. Und sein Gegner kommt aus Deutschland. Er kommt aus Berlin vom Team Marco Huck, der ehemalige Junioren-Weltmeister im Cruisergewicht. Ich rufe in die rote Ecke Tammy Punch. In der Rundecke aus Berlin für das Team Marco Huck, Tommy Punch. Dieser Kampf ist angesetzt auf 6 Runden. Im Ring als Ringrichter Marco Morales aus Rostock. Und die Punktrichter bei diesem Kampf: Timo Habichhorst aus Hamburg, Irene Kostenko aus Hamburg und Peter Milord aus Rostock. Sechs Runden im Cruisergewicht sind angesetzt. Die Boxer sind bereit, die Punktrichter und der Ringrichter ist bereit. Alles aus der Ecke raus. Jawohl, wunderbar. Ringfrei zur ersten Runde.
Seconds out. Sekundanten bitte aus dem Ring. Ringfrei zur zweiten Runde. Der Boxer in der blauen Ecke kommt aus der Tschechischen Republik. Er ist 43 Jahre alt. Er bestritt bisher 62 Profikämpfe. 14 davon konnte er gewinnen. Er ist einer der gefragtesten Journeymen immer noch mit 43 im Cruisergewicht. Er boxt ständig in England
und geht dort mit Spitzenleuten über die Runden. Spider ist sein Spitzname. Warum? Das kann jeder erkennen. Ich kenne viele Leute, die haben gesagt, das war mein schlimmster Gegner, den ich je geboxt habe. In der blauen Ecke aus Tschechien, Jiří Svačina. Seconds out, sieht man dann bitte aus dem Ring. Red Corner, Seconds out. Ringfrei zur dritten Runde. Der Boxer in der roten Ecke ist 24 Jahre jung, 1,86 Meter groß. Er bestritt bisher 17 Profikämpfe, alle konnte er gewinnen. WBC Junioren-Weltmeister im Cruisergewicht, das ist sein größter Titel, den er bisher gewonnen hat. Er kommt aus Berlin, er boxt für das Boxteam Marco Huck. Tommy Punch. In seiner Ecke sein Trainer Gihan Ali. Kam aus dem Boxgym Berlin. Seconds out, Sieg und dann bitte aus dem Ring. Seconds out, please. Ringfrei zur vierten Runde. Thank you.
Siegern dann bitte aus dem Ring. Red Corner, ringfrei zur fünften Runde. Red Corner. Jetzt. Und dann bitte aus dem Ring. Red Corner. 6 Runden sind angesetzt. Ringfrei zur 6. Runde. Thank you.
Ja, liebe Zuschauer, ein guter Kampf auf alle Fälle. Die Kampfmannschaft hat ordentlich gut gemacht. Aber wie gesagt, Gigi Swatschinger, Spider genannt. Ganz harter, erfahrener Junge. Den Kopf zu schlagen, das haben ganz, ganz wenige geschafft. Einer von denen, der es geschafft hat, der ist heute hier. Letztes Jahr hat er hier noch im Boxring gewesen, der ehemalige deutsche Meister in Cruisergewicht. Da sitzt der Marvin vor der nicht im Ring frischen Heirat und seine frisch angetraumten Dame hier. Vor zwei Jahren hat er gegen Gigi Swatschinger geboxt und hat es geschafft, ihn in der fünften Runde auszunocken. Aber wie gesagt, das haben so ganz wenige geschafft bisher. Tommy hat ordentlich Druck gemacht, super Power-Treffer. Tommy hat super Druck gemacht, super Power-Treffer gemacht, aber Swatschinger ist eben ganz, ganz, ganz hart im Leben. Und wenn man nicht aufpasst, dann fragt man sich immer noch mal einen schönen Konter. Ja, 43, aber Top-Fitter. So, wir haben ein Punktergebnis. Die Kämpfer bitte in die Ringmitte. Punktergebnis. Und das lautet Sieger, einstimmiger Sieger nach Punkten. Und damit der 18. Sieg im 18. Profikampf aus Berlin, Tommy. Und danke an Gigi Swatschinger. Ich habe es ja schon gesagt, der boxt ständig überall in England, in Italien, habe ich schon ein paar Mal live gesehen. Gegen Fabio Toki zum Beispiel, der inzwischen Weltmeister ist. 8 Runden. Und wenn es noch 2 Runden länger gegangen wäre, dann wäre es für Toki wahrscheinlich nicht gut ausgegangen. Also da kann er auch immer noch mal guten Content, wenn er gegen keinen Dampf hat. Aber Toki hatte genug Dampf, der konnte jetzt 6 Runden voll durchmarschieren und dann hat gewonnen. Danke an Gigi Swatschinger. Glückwunsch an Tommy Punch. Und wir gehen jetzt in eine Pause von 15 Minuten. 15 Minuten Pause und dann machen wir weiter mit Kampf Nummer 6. Wir haben noch 4 Kämpfe im Programm. 15 Minuten Pause, gleich geht es weiter. Unseren Tommy. Tommy! 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 Wir haben viele Fans und unser Tommy möchte sich bedanken, dass ihr alle dabei wart. Wow, was das für Facebook-Freunde sind hier. Tommy, dein Part. Hallo meine Boxsport-Freunde, meine liebe Fans. Ich bedanke mich ganz herzlich an euch wegen der Unterstützung, wegen der Live-Anschauung. Und wir haben das Sieg zusammen geschafft. Und ich freue mich auf die nächsten Kämpfe und auf die nächsten größeren Ziele. Ich bedanke mich vielmals. Ich grüße ganz meine Freunde, Familie, Fans, alle. Euer Tommy Punch. Bis nächstes Mal. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss. Tommy, alles gut. Hast super gekämpft. Danke vielmals. Das war die Live-Schaltung von Emma Boxing von Hook TV, dem großen Sender, und vom Team Hook über Facebook. Wir wünschen allen einen wunderschönen Abend und ein schönes Restwochenende. Alles Gute. Bis bald.